Er hat hier ein Süßwasserbecken in Betreuung, wo er nicht mehr weiterkommt. Wir haben hier diverse Probleme. Ja, Jörg, was sagst du denn? Cyanobakterien? Algen drin. Aber das sind ja nur Symptome. Letzten Endes hat es ja verschiedene Gründe, warum es so aussieht. Auf der anderen Seite müssen wir eh alles rausschmeißen jetzt erstmal. Der Meeresbiologe kommt hier mal richtig ans Arbeiten. Wie der hier in den Cyanobakterien drin rummatscht. Ein unmenschlicher Balocher. Ich stelle die, glaube ich, ein in Jörg. Kannst mir nicht bezahlen. Ich habe Eiche mitgebracht, Korkeiche. Wir gucken jetzt mal, ob dieser schöne Ast hier in das Becken reinpasst. Drehen, 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 drehen. Ich glaube, jetzt andersrum drehen. Nee. So, ne? Ja, die Länge passt. Genau. So wird der schon ganz gut liegen eigentlich. Ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das als Hauptgestaltungselement nehmen und den Rest drumherum bauen. Ja, die Größe Fall. Alleine macht das ja schon irgendwo. Ne? Wir müssen ihn ja irgendwie befestigen. Das heißt, ich habe so eine PVC-Platte mit. Einmal draußen vormontieren, dann drinnen dran schrauben, weil den Ast werden wir nicht mit der Platte reinkriegen bei den ganzen Streben da oben drin. Und da müssen wir das Ganze noch beschweren, weil der Kork hat natürlich einen irren Auftrieb. Ich habe ja noch so kleinere Äste dabei und alles, dass wir sagen, wir machen hier noch in dem Bereich so 2, 3 nach oben, die so steiler gehen, dass die alle aber so eine Richtung hier rüber haben. Und dann hätten wir ja hier so einen undurchsichtigeren Bereich, auch am Schacht. Und hier so ein bisschen offener. Finde ich eigentlich ganz cool. Was hast du denn an Pflanzen dabei, dass man da schon ein bisschen weiß, was nachher kommt? Ja, also ich habe einen Haufen Stängelpflanzen dabei, die was höher wachsen. Ich habe aber auch Pinnatifida dabei, die wir zum Beispiel auch auf das Holz draufsetzen könnten, also das Aufsitzerpflanzen. Ich habe einen ganzen Haufen Bodendecker auch dabei, können wir setzen. Dass wir wahrscheinlich so in der Mitte alles ein bisschen höher wachsen lassen, gerade so in diesem Bereich hier. Und hier so ein bisschen flacher rausgehen. Ne? Und hier drumherum natürlich auch flach, ne? Jetzt nicht hier die Pflanzen bis oben hin. Die Frage ist, lässt man den irgendwo im Wasser enden da? Dann würde ich hier sagen, machen wir hier vielleicht noch ein Stückchen ab. Dann kommen wir ein Stück rüber noch. Dann können wir hinten mit dem Ast vielleicht vor den Schacht gehen. Und dann hätte man hier noch so einen Bogen, der da ein Stückchen weiter raus. So vielleicht? Ja, würde ich auch sagen. Vorsicht mit der Decke. Okay, cool. Mit was für wie arbeitest du nachher? Mit Schrauben. Nylon-Schrauben oder was? Oder nee, mit so Edelstahlschrauben. Edelstahl. Und so in etwa lag der ja auch, ne? Ja, also hier würde ich fixieren, dann sind wir noch flexibel in der Position, weil da wollen wir an den Schacht ran. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir rechts und links noch Steine setzen können. Also mittig setzen, ne? Ja, genau. Wir haben jetzt hier den Ast quasi angezeichnet auf der PVC-Platte. Der Ast wird ja wahrscheinlich hier in der Mitte Kontakt haben. Wir haben geguckt, welche Stellen wirklich Kontakt haben. Und deshalb bohre ich jetzt einmal hier und einmal hier. Dann muss ich das nur von der anderen Seite auf jeden Fall noch senken, damit der Schraubenkopf dann auch verschwindet und nur am Glas aufliegt. Schon krass, wie schwer das ist, ne? Hast du mal eben hochgehoben, die Platte? Ja, was ist das? 20 mm oder was sogar? Genau, das heißt, wir müssen hinten ein bisschen losmachen. Und jetzt wären wir nämlich auch zu hoch so an der Stelle. Vorsicht. Ja. So, so. Drehen, 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 drehen. Dann können wir hier eigentlich absägen. Da, ne? Oho. Mal, Jörg. Wie bitte? Was würdest du denn sagen? Hier hinten noch einen so mit dran geben hier. Weil ich finde, so alleine ist der schon ein bisschen karg. Ne? Jetzt muss man natürlich gucken, dass ich den auch festkriege irgendwo. Ne? Weil so kriegst du ihn ja kaum befestigt. Und so würde ich den zum Beispiel einfach mit einer Schraube da dran machen können. Wäre schon nicht schlecht. Ne? Bin mal. Mir nicht sicher. Ich sichte mal gerade das andere Material, was wir noch haben, und guck mal von so. Ja, ich habe gerade mal geguckt. Also, der ist relativ. Also, es wirkt so, als würde es nicht dahin gehören, okay. Zugegebenermaßen. Das sieht man ja auch dann erst von außen, richtig? Da bin ich ja mal gar nicht von überzeugt. Das Blöde bei den Stücken ist halt, dass die so gesägte Enden haben. Ne? Das ja, das kriegst du halt nie irgendwie wirklich irgendwie verdeckt oder so. Ja, ja. Also, ich denke halt, wenn man das dicke Ende am Schacht so ein bisschen als Basis sieht, einfach, ne? Dann könnte man vielleicht hier so sagen, hier steht noch einer hoch bis zur Wasseroberfläche. Ne? Den könnte man hier so ein bisschen verkeilen, auch unter dem Steg. Ne? Und den quasi hier so mit dran setzen. Dann hätte man wie einen Ast, da kann man auch Steine drum machen, dass man gar nicht sieht, wo der herkommt. Ne? Ich glaube, das wäre schon nicht so schlecht. Ich bin auch nur am Das wäre gut. Das würde so optisch passen. Wir machen ja auch noch viel mit hohen Stängelpflanzen. Ne? Ja.
Und wenn die Äste dann irgendwo in den Stängelpflanzen verschwinden, hast du auch nicht viel gewonnen. Ne? Da wäre der so eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ja. Ist ein markantes, dickes Deko-Element. Kann man schon machen. Also wenn überhaupt Steine, müssten wir schon so eine Art Pflanzschale bauen. Ja? Weil das macht keinen Sinn, jetzt hier einfach Steine drauf zu stapeln und dann setzt du da die Stängelpflanzen drumherum. Ne? Dann hast du in der Mitte so eine Freifläche, die du gar nicht richtig bepflanzen kannst. Und wenn, dann können wir die Stängelpflanzen nur dahin und an den Schacht setzen. Weil alles andere muss ja erstmal frei bleiben. Ne? Wenn wir jetzt hier irgendwie so einen Busch Rotala hinsetzen, also ist irgendwie relativ sinnfrei. Deswegen müssen wir uns schon mit den höheren Pflanzen da hinten irgendwo aufhalten. Ich gebe dir mal was an. Ja. Da dran. Also die Bruchkanten sehen immer schöner aus als die Sägekanten. Da muss man eh jetzt dreimal angucken von außen. Von oben siehst du das gar nicht so. Wir können die da mal reinlegen. Soll ich mit anpacken? Besser ist, ne? Ja, vielleicht wenn du von da mit deinem Arm kommst, weil ich kann ja auch nur so bedingt gehen. Geht das? Mhm. Mit deinem Finger. Guck mal, wenn man den jetzt hier so reinlegt und dann einen anderen drunter packt, dass der so ein bisschen so steht. Das finde ich das Problematische an den Dragonstones, heißen die, ne? Dass sie eine Richtung haben. Dass wir die eigentlich alle anordnen müssten. In der Richtung, genau. Ja. Ja, wenn du jetzt von hier guckst, ne, dann könnte man quasi sagen, der Stamm ist die komplette Begrenzung für die Schale dahinter. Jetzt füllen wir diese Schüssel, die wir hier gebaut haben, füllen wir ein bisschen mit Lava und erhöhen auch um den Ast rum alles ein wenig mit dem Zeug. Das ist aber auch schwierig, ey. Diese Streben, ne? Wer baut denn solche Aquarien? Das ist ja unfassbar. Ich komme hier hinten und vorne nicht hin. Ich habe meinen Pinsel gar nicht dabei. Einen Messbecher hatte ich eben. Das nimmst du, weil der Soil, der fällt so direkt in sich zusammen. Und der Lava-Zeug natürlich nicht. Ne? Und das, also mit dem Soil so einen Aufbau hinzukriegen, dann machst du irgendwie 10 cm hoch und dann hast du hinterher irgendwie 6 oder so. Nimmt man das so ein bisschen zum Anschütten. Kriegen die Amano-Freaks schon wieder Zustände, wenn die das ganze Material auf den Steinen drauf sehen. Soll ich direkt einen Staubsauger rausholen, das alles wieder wegsaugen. Jau. Sieht so ein bisschen nach Straßenbau aus. Ist halt Carib Sea, ne? Ist es? Ja, ja. Ah. Das ist lebend. Ist lebend. Ich wollte gerade fragen, ob das feucht ist. Ja, ja, das ist feucht und da ist sogar auch der Biomagnet Clarifier mit drin. Der unfassbare. Da freut sich der Jonas. Legendäre. Aber hast gar kein Tütchen jetzt zum Aufmachen, zum Aufreißen. Da müsste doch eins drin sein. Wir können gleich mal. Ansonsten können wir da auch eins rausholen. Da sind nämlich immer zwei drin, weil es die große Tüte ist. Oh. Und das ist jetzt eigentlich immer so der Step, wo man sagen kann, da verändert sich alles ganz schnell, wenn der Soil reinkommt. Ich weiß nicht, ob hier der große Solitärstein nicht ein bisschen zu weit Richtung Linksscheibe ist. Ob wir den Ticken zum. Ich weiß nicht. Der ist halt sehr wuchtig und links finde ich es schöner, wenn die Sandzone so ein bisschen größer wäre. Hier rüber? Ja. Ach. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Nee. Weil du dann diesen Platz dazwischen, wo dann auch ein paar Bodendecker vielleicht sogar noch durchwachsen können, ne? Ja. Aber mir ist der hier perspektivisch zu wuchtig vorne. Da muss ich nochmal gucken. Da musst du nochmal gucken. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Also ich finde es auch nicht. Also ich finde es nicht. Ja, dann find nur ich. Also ich würde das so machen. Ja, komm, wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Nimm deine Tüte Soil. Nimm doch deinen Soil. Nimm doch deinen Soil. Schau, ganz viel Zeug hier rum. Kann ich dir das mal einmal angeben? Magic moment. Und jetzt einen Sandflattener, Alter.
packst ein paar Bartagamen rein. Ja, genau. Und dann läuft das. Alles schön sortiert hier. Ja, soll ich was angeben? Wenn du ein Angeber bist. ja. So, ich würde jetzt einfach ein bisschen Masilea mal hier außen rumsetzen. Die wächst ja wirklich sehr, sehr schnell an und gibt dann richtig Vollgas. Aber im Wesentlichen sind hier die Bodendecker eigentlich Masilea und Hemianthus. Und der Hemianthus ist ja eher fein, macht dann so einen dicken Teppich und wächst sehr, sehr dicht. Den würde ich mal gucken, dass wir den vielleicht partiell irgendwo da hinten auf die Ecke setzen. Aber das meiste würde ich jetzt schon hier sagen, mach mal mit der Masilea hier im äußeren Bereich. Und setzen einfach mal überall so ein paar Stängelchen hin, ein paar Rhizome. Guck mal, da hat sich auch noch was anderes reingeschmuggelt. Da hängt noch eine Eleocharis mit drin. Wachsen dann wirklich wild in der Gegend herum. Und es reicht wirklich, also wenn du hier so partiell immer mal hier und da was hinsetzt, wirst du sehen, dass in ein paar Wochen ist das alles voll, wenn es gut läuft. Ne? Das ist immer das Ding. Also ein bisschen Dünger rein und so, muss dann irgendwann schon sein. Wobei der Soil dir das erstmal abnimmt, in den ersten 2-3 Wochen brauchst du auf jeden Fall gar nichts machen mit dem Dünger. Und dann bilden die halt immer noch mal an den Hauptrhizomen so kleine Abzweigungen. Ne? Das ist schon eine Pflanze, die man auch unter Kontrolle halten muss. Also es geht schon so, dass die auch hier in die Steine reinwächst und über die Steine drüber. Aber das musst du eigentlich hinterher entscheiden, wie dir das gefällt. Ja. Weil du kannst das ja zulassen, dass es alles überwächst. Ne? Kannst aber auch sagen, nee, von Steinen hol ich es runter. Ist ja schnell gemacht. Ne? Gehst mit der Pinzette hin und ziehst dran. Ja. Und dann sind die wieder ab. Und die würdest du jetzt hier auch als Bodendecker nehmen? Also genau, die wächst komplett ein Teppich durch. Ne? Okay. Also es ist eigentlich so, du könntest jetzt natürlich hingehen und jedes Pflänzchen einzeln setzen. Dann hättest du natürlich die höchste Vermehrungsrate. Aber das ist natürlich zum Pflanzen auch echt viel, viel Arbeit. Es gibt bestimmt Leute, die sich da einen ganzen Tag Zeit nehmen und jedes Pflänzchen eigentlich einzeln einsetzen. Bin ich aber nicht. Fühlst du dich, ne? Fühl ich nicht. Catcht mich nicht. Ich kenne Masilea aus so einem ganz alten Amano-Buch. Ich glaube, vorher kannte das auch keiner. Das steht aber extrem langsam wachsend. Kann ich so nicht bestätigen. Ja, ne? Ich hatte mich ein bisschen gewundert, als du das in einem Video erzählt hast, was dir abgeht. Und vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber... Also wenn einer abgeht, ne? Dann die. Was wir auch nicht kannten, war Rickia. Das ist eine heimische Pflanze, ist so ein Kosmopolit. Kommt weltweit überall vor. Und irgendwann habe ich mal genau danach geguckt, in irgendwelchen Gewässern. Rickia fluitans drin. Und ich dachte immer so, es wäre das abgefahrenste japanische Gewächs. Aber es wächst tatsächlich bei uns auch in Uferregionen von Seen, also wirklich in stehenden Gewässern, als Schwimmpflanze halt. Kleine Handvoll. Ja, ein eigenes Aquarium zu Hause? Ja, ich habe ein Süßwasserbecken im Moment und bin seit Ewigkeiten an einem Meerwasserbecken, was auch schon da steht, dran. Aber ich komme überhaupt nicht dazu. Ich setze mir immer Termine so, da steht dann mein Becken drin. Und dann kommt wieder irgendwer um die Ecke und dann war mein Becken wieder dahin. Also das Süßwasser ist 1,20 Meter, 50-50. Dafür ist die übrigens echt gut hier, für solche Spots an den Steinen dran. Jörg, wo würdest du denn die Rotala hinsetzen? Habt ihr so ein bisschen mit? Ja gut, ich meine hochwachsend, ne? Also Richtung Schacht auf jeden Fall. Würdest du die Richtung Schacht setzen? Hast du denn anders für den Schacht gedacht? Also ich habe hier auf jeden Fall noch die Limnophila mit hier. Das ist die. Achso, ist das Corymbosa oder was? Ja. Nee, das ist ja Hygrophila corymbosa, ist dieses Kirschblatt, das große. Nee, die hier meine ich. Die haben wir eben auch rausgerissen hier tatsächlich, diese Puschel. Ach, die, ja. Und die wächst ja sehr, sehr schnell. Ja, dann die. Ja, dann die. So ein Schacht. Dann gucken wir da, wo wir den aufrechten Ast haben. Da würde ich die wahrscheinlich drumherum bauen. Die Rotala jetzt. Die Rotala, ne? Mhm. Ja, genau. Dann würde ich die nämlich da hinten hinwerfen. Dann können wir die hier gleich einsetzen. Und die Rotala, finde ich, kriegt im Licht auch echt diesen schönen roten, orangen, je nachdem, was man für eine Morphe hat. Ne? Guck mal, siehst du? Ja, dann setzen wir die hier einmal drumherum. Ne? Mhm. Das Coole ist halt, dass die ja wirklich submers gewachsen sind und die super schnell angehen. Also du hast eigentlich nach einer Woche schon richtig Wachstumserfolge. Und wenn du die jetzt ja aus einem In-vitro rausziehst, oder aus so einem Topf manchmal, wo die dann nur eine Woche, weißt du, dann brauchen die richtig lange, bis die mal angehen und loslegen, weil die ja erstmal diese Umgewöhnung vollziehen müssen. Und das ist halt bei denen überhaupt nicht. Ne? Das geht direkt los. Ja, und ich nehme die auch einfach und drücke die bis auf die Bodenscheibe durch. Ne? Hört man ja, glaube ich, auch. Hieß ja früher immer Blätter entfernen unten am Stängel und sowas. Ja, das macht ja keiner, oder? Ich weiß nicht, machst du das? Nee. Also bei so großblättrigen Pflanzen, ne? Wie eben Kirschblatt oder so, da mache ich das schon. Ne? Da nehme ich dann unten die Blätter weg, weil wenn die dann in der Erde stecken,
wird ja nur noch Matsche draus. Ne? Ja, wie viel Zeit willst du damit verbringen, irgendwelche Blätter da zu entfernen? Dann können wir nämlich diesen Bereich hier gleich, ne? Diese freie Fläche, da würde ich dann tatsächlich noch die Amanja hinsetzen. Die wird sich, glaube ich, ganz gut da machen. Dann hätten wir so ein bisschen Grün- und Rotkontrast auch. Ist ja eigentlich ganz schön, ne? So ein bisschen bunt. Das ist echt viel, was du auch mitgebracht hast, ne? Pflanze. Ja, hier, bei der Rotella hast du eigentlich schon wirklich fast einen fertigen, kompletten Bestand. Ja, ja, sicher. Ja, aber das gucke ich eigentlich immer, dass ich das so mache. Ne? Ja. Man wundert sich meistens, wenn du die Kiste aufmachst, denkst du so, oh, das ist aber gar nicht so viel. Ja, ja, und dann packst du es ins Wasser und siehst irgendwie, was das eigentlich für eine Menge ist. Aber das ist ja auch wichtig. Ne? Also das ist ja der Vorteil, sag ich mal, beim Meerwasser. Du musst nicht am Anfang unbedingt eine Punktlandung hinlegen. Und beim Süßwasser merkst du das halt schon krass. Also wenn du direkt richtig bepflanzt, dass das Becken direkt loslegen kann, hast du einfach weniger Probleme. Ne? Und das, ich glaube, das ist ein Fehler auch, dass viele Leute viel zu wenig Pflanzen setzen. Denken, ja gut, die kann ich ja eh vermehren, dann brauche ich gar nicht so viel. Aber so funktioniert das halt eigentlich nicht. Ne? Du musst direkt am Anfang das Ding einmal richtig starten und dann läuft das eigentlich auch. Ja, es ist immer so auch ein Kostenfaktor. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch eine Kritik, die ich halt eigentlich in der Meerwasserkuristik auch gerne mal äußere, wenn du dir halt ein 1000 Liter Becken hinstellst. Halt nicht, dann muss auch was überbleiben, dass du 1000 Liter besetzt. Ne? Ja. Und wenn es halt erstmal irgendwelche braunen Lederkorallen sind oder sonst irgendwas. Ne? Was ja im Übrigen auch sehr schön sein kann. Also wenn wir da drüben das Becken gleich mal angucken, das Meerwasserbecken, was da steht, da sind jetzt ja keine High-End-Korallen drin, aber ich finde es mega cool. Ne? Ja. So ein typischer Mischbestand, so ein bisschen wie früher, aber halt echt dankbar. Und dann doch lieber so und es steht gut, als irgendwie ein SPS-Becken, was nur krampft und ne? So. Ja. So. Ja, ja. Das ist die Wühlkiste. Die Grabbelkiste. Oh, da kam man dann wieder hoch. Und jetzt habe ich noch zwei Ludwigen, zwei verschiedene, aber nicht so viel Stängel. Vier Stängel sind es nur insgesamt. Was ich aber finde, was auch vollkommen reicht, weil die Pflanze kannst du eigentlich so eher solitär setzen, sag ich mal. Und ich glaube, die setzen wir hier hinten einfach vor den Schacht und setzen dann die Limnophila so ein bisschen vor den Stamm noch. Kennst du die? Ja, ne? Ja. Nee. Sehr gut. Ist halt geil, weil die so tiefrot ist, die Pflanze. Ja, das stimmt. Ne? Ja, ja. Und da gibt es eine orange Form von, da habe ich jetzt einen Stängel von und hier die roten. Da kann man halt schön durcheinander wachsen. Der ist sehr intensiv, das Rot. Und es ist auch nicht schwer, die rot zu halten. Es gibt ja Pflanzen, die sind dann gar nicht so einfach. Also die Rotala Hara zum Beispiel, ne? Da muss ja schon richtig Dampf drauf geben und die ist eigentlich immer schnell rot, wenig beleidigt. Ist gut. So, jetzt haben wir noch eine halbe Tonne Pinnatifida und die setze ich jetzt einfach wild hier drumherum. Die willst du jetzt aber nicht als, als Aufwuchspflanze auf der Wurzel befestigen. Was hast du denn? Ich finde das immer sehr schicki bei der, weil die dafür echt super gut geeignet ist. Echt, ne? Und die, das stimmt, die so schön dann auch so. Also die wuchert ja auch ziemlich. Eben, das ist lang, immer das, was ich da so sehe. Ja. Aber wenn die jetzt hier so ein Ast entlang wachsen würde, wo man ja eigentlich immer so ein bisschen nacharbeiten kann, die einzelnen Triebe, die rausgehen, in Form zu bringen. Ja, ist ein bisschen, ist das ja kein Thema. Ne? Wir können die ja jetzt hier gleich einfach drauf machen. Also ich finde die auch fast als Bodendecker cooler, muss ich sagen. Ja, also die ist halt super vielseitig. Total flexibel. Ich habe die bei mir auch im Becken. Ne? Und erstens finde ich die von der Wuchsform toll. Also auch von der Blattspreite, so die Form finde ich super. Mhm. Farblich auch. Ja, wir können ja auch ein bisschen was auf die Wurzel drauf machen, auf das Holz. Jetzt immer wichtig hier so bei einer Pflanze wie der Limnophila, dass man da ein bisschen was davor setzt auch noch. Und da ist natürlich Pinnatifida super für geeignet, weil sonst hat man einfach das Unschöne von der Pflanze und irgendwann so. Ne? Und dann kann man das hier ein bisschen verdecken. Natürlich manchmal schwierig, sich das vorzustellen, wie das dann hinterher aussehen könnte, aber... Du meinst, weil die unten so stängelig aussieht und genau, eigentlich nur schön nach oben raus. So sieht es nämlich aus, ja. So, jetzt ist die Säultüte auch weg. Ist die Box in alle? Mhm. Box ist alle. Ist dir das zu wenig? Nee. Hm? Nee, nee. Oh, wir haben ja noch die Kryptokorien hier. Die halb verseuchten. Können wir doch nicht verkommen lassen. Aber da steckst du auch im Prinzip nur fast nur das Wurzelwerk rein, ne? Ja, ich mach jetzt alles ab hier. Die sind ja so voll. Also entweder die kommen oder nicht, ne? Ja, ja. Da bin ich gnadenlos. Also. Die sind halt in frischem Soil echt empfindlich. Das, war das nicht so? Hast du die Erfahrung auch gemacht? Weiß nicht, bei mir ist viel kaputt gegangen von den Kryptokorien, muss ich echt sagen. Also ich glaube, von den 200 Euro Kryptokorien, die der Stefan gekauft hat, stehen vielleicht noch 50 oder so. Okay. Warum auch immer. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber schön auch nicht. Na, gucken wir mal, ob die hier kommen, ne? Ja, schön. Braun-grüne Venti ist das, glaube ich, ne? Ja, bestücken wir eben den Filter hier.
Problem ist, ich habe Filtermaterialien für ein 2080 mit und das ist ein 2178. Von daher werden wir den jetzt wahrscheinlich erstmal ohne Filtermatte betreiben müssen, was jetzt aber zum Einfahren von dem Ding auch nicht so schlimm ist. Da ist ja eher wichtig, dass die biologischen Filtermedien ordentlich besiedelt werden und ja, das ist dann halt so. Ich denke aber, ich werde den Feinen hier einfach zuschneiden gleich und mit reindrücken. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Feinfilterung und den blauen hier, den Vorfilterschwamm, den müssen wir dann hinterher ergänzen, beziehungsweise der Tom muss den dann ergänzen. Nimmst du mit irgendwas an, aus dem alten Filtermaterial einmal ausdrücken und rein? Nee, eigentlich bei frischen Becken nicht, weil also ich glaube eh nicht dran, dass es so unglaublich viel bringt. Über die Pflanzen bringst du ja schon ein paar Bakterien mit, die sich dann auch relativ schnell teilen. Ich glaube, da brauchst du nicht unbedingt filmen, hier immer, wie ich Eheim-Filtermatten nachempfinde. Nicht so der High-End-Content hier. Auf jeden Fall. Ne? Wie kann man so zum Kunden fahren? Unvorbereitet. Wer macht denn sowas? Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Filtermedium, was der Stefan dir empfohlen hat? Was du in deinem Aquascape-Matrix unbedingt benutzen musst. Ich finde ja diesen Spruch so geil, den der Kamera immer sagt, dieser Typ von Modern Koi Vlog. Ja, du kannst auch über Rolex-Uhren filtern, wenn du nur genug davon nimmst. Ich stelle mal eben den Filter hier rein, dann müssen wir noch den CO2-Reaktor anschließen. Boah, die ist weg. Die schönen grünen Eheim-Rohre. Ein Traum. Du bist jetzt auch auf Edelstahl umgestiegen, ne? Ja, ich bin tatsächlich bei mir zu Hause auf Edelstahl umgestiegen, weil Glas kann ich nicht mehr. Elend, ne? Boah, ja. Das sieht ja so siffig aus immer, das geht gar nicht. Ne? Da muss er auch echt so einen richtigen Putzfimmel für haben. Weiß ich nicht, wer sowas hat. Ja, eigentlich musst du die ja nur einlegen, aber das Ein- und Ausbauen, das nervt halt. Ja, ne? Das ist ja auch schon ätzend hoch 10. Ne? Ja, schlimmer ist ja eigentlich, oder sind eigentlich diese klaren Schläuche und sowas. Ne? Wenn du dann auch noch so glasartige Schläuche wie diesen hier hast und die im Sichtbereich, die versiffen ja so schnell. Ja, so viel kannst du ja gar nicht putzen. Der CO2-Reaktor ist montiert und jetzt mache ich eben noch hier die Flasche dran und dann haben wir es eigentlich soweit. Können wir den Filter ansaugen, in Betrieb nehmen und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ne? Wir haben gerade festgestellt, hier sind ja die Daytime-Matrix. Ja, genau. Und ich glaube, wenn du jetzt mal von unten filmst, Jörg. Ja, also man sieht das hier schon sehr gut. Sieht man auf der Kamera so schon gut. Das ist, Das ist was, was mir überhaupt nicht an diesen Lampen gefällt, dass wenn man verschiedene Cluster einbaut, sich das Licht nicht durchmischt quasi. Ne? Also du hast sehr spotlastig immer die verschiedenen Farben. Das ist mir auch schon bei anderen Becken aufgefallen. Gefällt mir überhaupt nicht. Wenn man jetzt nur einen Cluster nimmt von einer Lichtfarbe, kann das sein, dass es geht. Aber ich finde auch selbst dann, man sieht, dass die überhaupt keinen Abstrahlwinkel eigentlich haben. Ne? Es geht einfach nur wie ein einziger Spot nach unten. Das finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gefällt mir jetzt persönlich, ist nur meine Meinung, überhaupt nicht. Die Trübung verstärkt das sicherlich noch. Auf jeden Fall. Aber, auf der anderen Seite verdeutlicht die ja auch einfach, was du für ein, genau, für ein Feld ausleuchtest damit. Ne? Und das ist ja gerade mal so groß unten auf dem Boden, in 60 cm Tiefe, wenn du hier mal genau hinguckst. Wäre das was für dich? Nee. Nee, ich finde das auch biologisch schwierig, den Pflanzen verschiedene Lichtspektren anzubieten und dann zu gucken, was machen die damit. Ja, wenn es jetzt komplett durchmischt wäre, ne, wäre, glaube ich. Ja, aber dafür, das sind jetzt, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Lichtfarben. Wie hoch willst du das Ding hängen, dass sich das wirklich alles vermischt? Also wenn ich jetzt so gucke, sind es, glaube ich, 3. Ja? 3 Cluster, 3 verschiedene. Ja. Also einmal kalt, weiß, warm, weiß, glaube ich, dann dieses rötliche und dann halt das blaue dabei, ne? Ich finde, von unten sieht man es halt mega gut unter der Wasseroberfläche. Ne? Dadurch, dass diese Bläschen jetzt noch oben drauf sind, kannst du es halt richtig gut sehen. Ja, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Dafür, dass die immer so gelobt werden, finde ich, ist das eigentlich erstmal jetzt ziemlich ernüchternd. Der saugt nicht. Der saugt nicht? Der saugt mal gar nicht. Doch, da kommt was. Oder auch nicht. So, da lippt es. Krass, wie viel Wasser doch in so einen Filter reinpasst, ne? Was der alles noch da raussaugt. Oder es läuft halt unten in den Schrank und wir merken es nicht, aber kann halt auch sein. Ne? Die laufen so langsam an auch. Guck hier an. Vor allem fängt der Sonne zu wackeln. Die haben überhaupt keine Power mehr, die Dinger, ne? Ja, wenn früher sind die einfach so, da war richtig Radau.
Das sind aber die mit Netzteilen, die haben so eine Anlaufautomatik und dann gehen die auch direkt wieder aus, wenn das nicht richtig läuft. Jetzt hat er schon auf Störung geschaltet. Früher, die konntest du eine halbe Stunde laufen lassen, da kam immer wieder Luft, dann hat er wieder gerappelt und es ist nichts passiert. Der geht die ganze Zeit nur noch raus. Das ist wirklich ein Krampf. Schönen Gruß. Ich habe schlecht geputzt, sehe ich gerade. Mensch, Meier. Wir haben fertig. Das Ding läuft. Es gibt jetzt noch so ein paar Restarbeiten zu machen, aber ich sage erstmal, was wir heute fertig gekriegt haben. Wir haben eine wunderschöne Einrichtung gemacht, wie ich finde. Eigentlich gut gepasst hier mit diesem langen Ast, der jetzt hier drin liegt, die Drachensteine dazu. Wenn das jetzt alles schön wächst, die üppige Bepflanzung so durchkommt, dann wird das bestimmt ein sehr, sehr schönes Bild hier in diesem Raum abgeben. Dadurch, dass man natürlich von allen Seiten reingucken kann, ist das ja immer ein bisschen speziell, sowas zu bepflanzen, weil man nicht wirklich so einen Punkt hat, wo man jetzt irgendwie so einen Hintergrund aufbauen kann. Ich denke, das wird hier ganz gut so funktionieren. Technisch gesehen sind wir jetzt echt auf dem Minimallevel hier. Wir haben einen Außenfilter, wir haben CO2. Eine Heizung fehlt jetzt gerade noch, muss noch ergänzt werden. Ist jetzt aber nicht so schlimm, solange keine Fische drin sind, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt eine Heizung. Was auf jeden Fall noch hier rein sollte, ist ein zweiter Filter, weil der jetzt hier dran ist, alleine wohl nicht so ganz ausreichen wird, denke ich. Dieser Filter, Jörg, komm mal eben rüber, könnte dann hier auch aus dem alten Überlaufschacht quasi das Wasser raussaugen, sodass wir hier so eine Art Oberflächenskimmung haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall aber noch einen Kamm hier oben drauf, damit keine Fische rüberflutschen und sowas. Und dann haben wir eine Skimmung und wir haben kein stehendes Wasser im Schacht, was ja auf jeden Fall vermieden werden sollte. Übrigens liegt da noch eine Schlauchschelle drin, die ich da eben vergessen habe und die hole ich jetzt mal eben raus. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Aber es ist ja Edelstahl. Das war doch der Depotdünger, dachte ich. Ach so, klar. Ich habe auch noch ein paar verzinkte Schrauben vergraben. Ja, aber wo müssen die Spuren jetzt herkommen? So, wieder 2 Euro mehr in der Firmenkasse. Jörg, was hast du denn? Ich finde das große Stück Holz sehr, sehr cool. Aber der Stein nicht. Ich finde den Stein auch gut. Ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen näher hier wieder rangerückt, okay, dass man da so ein bisschen mehr Auslaufzone bekommt. Ansonsten finde ich das immer schön, wenn man jetzt ein so ein großes, gut, das hier ist ja jetzt ein bisschen gefaked, ne? Dieser Ast, der ist ja von uns auch eingesetzt worden. Ne? Nee, aber ansonsten finde ich das sehr clean. Manche Scapes sind mir so vom Holz manchmal so ein bisschen überfrachtet. Ja. Ich finde das hier sehr, sehr schön. Das entspricht ja auch dem, was ich immer so predige, nämlich die Pflanze in den Vordergrund zu stellen. Macht das Becken auch einfach pflegeleichter. Also du wirst merken, wenn die Pflanzen jetzt vernünftig wachsen, ich sehe da noch so ein bisschen kritisch das Licht, da müssten wir dann nochmal gucken. Also probier es einfach aus, wie es funktioniert. Ja. Aber wenn die Pflanzen vernünftig wachsen, dann wirst du schon sehen, dass gerade so eine Rotala hier oder auch die Limnophila hinten wirklich in der Woche 10 cm schieben ungefähr. Ne? Und die ziehen dann natürlich die Nährstoffe raus. Da muss man ein bisschen gucken mit dem Fischbesatz. Hatten wir eben auch schon mal gesprochen. Du sagtest ja, du musst immer ohne Ende Nitrat reinkippen oder einfach Stickstoffquellen reinschütten. Da würde ich dann schon gucken, dass du eventuell vom Fischbesatz ein bisschen höher gehst, ne? Dass du ein bisschen mehr reinmachst und dann übers Futter das regelst. Das kommt in der Regel eigentlich ganz gut hin. Jörg, fällt dir noch was ein? Nö. Nö, ne? Gut, dann würde ich sagen, haben wir's und sind raus. Ciao. Ich sag auch ciao.